Ja, moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dying Light 2. Warum zum Geier ist, ich muss dazu sagen, erstmal neblig. Jetzt ist nur was ganz anderes. Was ist das? Ich habe die letzte Aufnahme von dem Spiel, was ich gemacht habe, habe ich leider gelöscht. Aus einem dummen Zufall. Das heißt... ja. Mir fehlt was. Ist alles voller Schnee. Cool. So. Ab geht's runter. Ich weiß auch, wenn wir ganz anders hin müssen eigentlich. Nein. Oh fuck. Ich bin fast tot. Ja. Fehlen wir halt mal wieder eine Runde. Ist schon okay. Passt schon. Hat ein Maul da unten. Da müssten wir hin, aber ich will wissen, was das ist. Wo ist es? Baga, der Pechvogel. Die Wintergeschichten 2023 sind da. Und Baga hilft dem Weihnachtsmann aus. Okay. Wollen wir das? Oh, dann lass uns mal dahin. Was ist denn das jetzt? Ich hab den nicht gehauen. Ich stehe unter Strom. Ja, ist nicht mein Problem. Idioten. Aua. Hau ab. Nicht wirklich. Gott. Ich muss mich einmal heilen. Komm, Alter. Hä? Hab ich hier... Pisst euch doch! Du musst mich doch mal suchen, du Idiot! Was, mein Inventar ist voll. Jetzt ist das Scheißding auch noch kaputt. Das ist ja mal cool. Na gut. Was haben wir hier? Komm her! Sieht aus wie der Grinch, Junge. Kleines Geschenk. Das ist schön. Zack. Alter, was hat denn das? Ich glaube, ich hatte da noch einen vergessen, oder? Kann das sein? Ich hier. Nö, ich will eigentlich nicht tauschen. Nö, hier ist nichts weiter. Gut. Dann machen wir mal weiter. So. Ruhe da. Zack. Oh, das war jetzt falsch. Ich will den Panzer fahren. Panzer fahren macht Spaß. Puh. Weiter geht's. Jo. Wow.
Ich muss mal die Aufgabe. Ich habe keine Zeit für euch. Aiden hier. Melde dich. LeWarn? Komm schon, LeWarn, antworte. Bist du da? Na toll. Ich repariere den Sender und ausgerechnet jetzt ist bei dir Funkstille. Ja, du hast Scheiße gebaut, Aiden. Atme mal kurz durch. Lass mich mal kurz in Ruhe, keine Zeit. Du solltest nicht bloß, du kannst mithalten. Ihr Run könnt nichts. Ich habe Feinde gesehen, die sich schneller bewegt haben. Du bist doch ein Runner, oder? Bis später. So, hab dich. Oh Gott. Okay. Unsere Waffe ist kaputt gegangen. Was? Kommt ihr hier rauf? Ich will ihn durchsuchen. Oh Gott. Und weg, weg, weg. Gott, Gott, Gott. Einmal hier hoch. Wenn das nicht so auffällt. Der scheint tot zu sein, oder? Lebst du noch? Nein. Oh, 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 oh. Was geht, was geht, was geht? Danke. Wenn du Glück hast. Jo, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Und vorwärts. Es kommt auf eine ausgewogene Ernährung an. Du musst nicht viel essen, sondern unterschiedliche Sachen in vernünftigen Portionen. Okay, danke für die Info. Brennstoffbehälter. Ja, 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 ja. Noch so tapfer. Hier schneit's drinne. Sag mal, was gemeint. Happy Holidays. Okay, das ist cool. Was? Aber wer? Was konnten wir sonst tun? Niemand hilft uns. Nicht einmal die Peacekeeper. Wer weiß, wer mich hier vorgeputscht hat. Hier spricht Frank auf Radio Freies Villador. Euer Nachbar, eure Stadt. Heute und auf ewig. Bis zum nächsten Mal. Sprich mit mir, Frank. Wir hatten einen schlechten Start. Und das würde ich gerne ausbügeln. Trink ein. Ja? Für mich. Ach, Frank, ich habe echt keine Zeit für sowas. Ich muss irgendwie meine... Hör einfach zu. Der Fernsehsender wurde früher vom Militär kontrolliert. Die haben von dort aus nicht nur gesendet. Dank dir können wir jetzt den Feind abhören. Anscheinend ist Waltz hinter derselben Datenbank her wie du. Aber das Observatorium ist bis oben hin voll mit Chemikalien. Ich habe keine Ahnung, wie diese GRE-Scheiße funktioniert. Aber Waltz anscheinend sehr wohl. Vielleicht kann man nicht nur vom Observatorium aus auf die Datenbank zugreifen. Ist dieses Gespräch alles, was du hast? Für den Moment ja. Aber wenn wir uns an die ranschleichen können und ihre Frequenz abgreifen, könnten wir noch mehr Informationen über Waltzes Pläne kriegen. Wie? Die Übertragung, die du gehört hast, wurde in der Nähe einer alten Militärantenne in der Wharf aufgefangen. Südlich von Marsh End Lane. Wenn wir die Antenne aktivieren, wird das Signal verstärkt. Und wir hören alles, was sie sagen.
jedes einzelne Wort. Dann weißt du ganz genau, was Waltz vorhat. Sonst noch was, bevor ich gehe? Eins noch. Schau dir das Poster an, Aiden. Die Nightrunner haben sich immer an diesen Leitspruch gehalten. Lebe danach. Ich dachte immer, wir sind so zerrissen wie das Stück Papier da. Aber der Spruch hat nichts von seiner Bedeutung verloren. Und wenn du die Reichweite vergrößerst, kann ich die letzten der alten Nightrunner kontaktieren. Einige müssen noch am Leben sein. Ich verstehe. Das bedeutet dir eine Menge, richtig? Nicht nur mir. Jedem hier. Aber irgendetwas fehlt. Weißt du, warum ich das Poster all die Jahre behalten habe? Wegen Lawan. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie vielleicht 8, 9 Jahre alt. Sie war halbtot. Sah aus, als hätte sie ein Jahr lang nichts gegessen. Und wollte ein paar Kids helfen, ein Kristall von einem Dieb zurückzuholen. Der Kerl hat sie mit einem Messer bedroht. Er war doppelt so groß wie die Kinder. Stärker. Und sie hat sich auf ihn geworfen. Sie biss ihm so stark in die Hand, dass man seine Schreie noch bis nach Old Villador gehört hat. Danach hat sie den Kristall einem der Jungs gegeben. Dann ging sie einfach. Sie hatte nichts davon. Sie hätte das nicht riskieren müssen. Ich sah sie an und dachte, das ist alles, was wir noch haben. Wir Menschen können gegeneinander kämpfen. Jeder gegen jeden. Oder, ganz egal was passiert, wir können zusammenhalten. Dann habe ich diesen Leitspruch aufgeschrieben. Durch das kleine Mädchen wurden die Nightrunner zu dem, was sie jahrelang waren. Und wenn wir auf eine Wiedergeburt hoffen, dann geht das nur mit ihr. Okay, schon unterwegs. Dann schnapp sie dir. Ich bin über Funk erreichbar. Du erinnerst mich an Lawan, bevor sie von ihrer verdammten Abschussliste so besessen war. Ich regle den Lauschangriff auf die Abtrünnigen. Ich finde heraus, was Waltz vorhat. Versprochen. Okay. Alles klar, Rudi. Dann gehen wir zum Militärantenne. Aber erst müssen wir. Gott. Ich habe Franks Nachricht. Schnauze. Brennstoffbehälter. Ah, hier oben. Ah, geh mal weg. Meine Preise sind quasi Boot. So wie hier hast du noch nirgends eingekauft. Das weißt du doch nicht. Mach die mal wieder heile. Danke. Was brauchen wir hier? Klingen und Teile. Nur beides nicht. Entwurf verbessern. Das könnten wir machen. Siehst du, dass mein Zeug besser ist? Mensch, scheiße. Dude. So, jetzt können wir... Ich bin hier, falls du noch was brauchst. Ja, ja, quatsch mich nicht vor. An der Maul. Dir würde ich alles verkaufen, Süßer. Ich muss los. Du weißt, was ich brauche, Süßer. Und ich brauche einen Kotzeimer, ganz ehrlich. Du kannst mich jederzeit nein, besuchen. Nein, 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 nein. Ist vorbei. Sorry. Hä? Wohin? Aha, dahin. Bitte, lasst mich gehen. Wer will hier nicht will gehen lassen? Komm, und dann steht da noch so ein Vetter von dem. Nö, okay. Und? Zack. Komm mal hier. Ja, Schnauze. Was verfolgt mich denn hier? Okay. Was ist denn hier, wenn ihr mich sucht? Hexenrevier. Danke. So, und jetzt fahren.
nicht über oder was? Eindeutig zu viel. Hey Frank, das ist ganz da oben. Ja, die Theory hat aus gutem Grund dafür gesorgt, dass man schwer drankommt. Hält Übeltäter auf Abstand. Sollte für jemanden wie dich ein Kinderspiel sein. Aiden. Schauen wir mal. Ich muss erstmal einen Plan haben, wie ich da am besten hochkomme. Helfe. Danke. Genau. Warte. Eins. Gut, runter. Ich hoffe, hier kommen wir auch so hoch. Scheiße. Oh Mann, das war zu weit. Ach, verflucht. Na gut. Nochmal. Nochmal von vorne. So. Das heißt, hier wechseln wir. Hier müssen wir einmal hier rum. Was soll ich denn machen? Quatsch mich doch nicht voll. Gott. Ah. Hier rum. Eieiei, sind das Wege. Ja, wir müssen die da hinten auch noch freischalten. Okay. Hallo? Hallo? Gehen wir zu Hause. Mach mal auf. Geh auf. Was ist denn das? Wundbrand. Habe ich keinen Platz für. Alter Schwede. Wir brauchen unbedingt noch Ausdauer. Jemand hier? Nö. Wie weit haben wir es denn noch? 65 Meter. Ah. Cool. Das ist uncool. Ah, das ist richtig uncool. Lassen wir das mal. Gib mal her. Es ist tiefster Winter und du findest hier einfach mal Kamille. So, Nummer 1. Nummer 2. Lass das sein, Bruder. Zack. Noch wer ohne Fahrschein? Das? Ich ahne Schlimmes. Können wir auch von drin etwa? Wir probieren das einfach mal gucken. Dritte. Teile. Halt. Wow, wow, wow. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich noch.
das. Dich auch noch. Warte mal kurz noch. Alter, wie das nicht mitkriegen so. Einmal zücken. So. Sind wir draußen? So. Und hier. Gott, wie weit denn noch? Ich will auch nur die Kiste aufmachen. Warte mal. So, so, so. Zack. Hopp. Was haben wir denn hier? Okay. Wir gucken mal kurz ins Inventar, weil ist ja voll. Stumpf. Zerlegen. Ach, es kann alles weg. Das Gute ist, dafür kriegen wir Teile. Alles unter 60 machen. Was ist denn das hier? Boah. ja. 65, 74. Fallen, sind wir tot. Hört sich so an, als ob keiner auf Trommeln haut, Junge. Gott. Wo muss ich denn lang da? Pass mal auf, und dann ist das hier wieder der falsche Weg. So. Sag ich doch. Haben wir hier. Gib her. Passt schon. Das auf. So, hier einmal rum. Ja, na gut. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Eine kleine Bewertung würde mich auch freuen. Und auf jeden Fall schöne Feiertage und bis dann. Auf jeden Fall. Wiedersehen und reingehauen.